Das brandneue Moto G10. Lohnt sich das Einsteiger-Smartphone aus dem Hause Motorola? Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus auch von Brodos. Markus, was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Ja, das Motorola G10. Das Moto G10. Ja, also ich habe schon in der Hand und muss sagen, fühlt sich zunächst mal gut an und vor allem auf der Rückseite ist auffällig 1, 2, 3, 4 Linsen, also eine Quadkamera. Eine Quadkamera, genau. Mit einer Weitwinkelkamera von 48 Megapixel. Mhm. Dann gibt es noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel und dann noch 2,2 für Tiefenschärfe und Makroaufnahme. Also, Respekt, super ausgestattet, würde ich sagen. Und auf der Vorderseite, hier oben die Frontkamera, die hat? Eine 8 Megapixel, genau. Auch 8 Megapixel. Mhm. So, jetzt ist es so, im Lieferumfang ist offensichtlich dieses Plastikcover mit dabei. Das heißt, das nehme ich jetzt mal ab. Mhm. Fühlt sich also jetzt auf der Rückseite auch echt gut an. Wobei, Schutzhülle bräuchte man gar nicht unbedingt. Natürlich ist es immer gut, aber hat sogar eine IP-Zertifizierung, ne? Genau, richtig. Also es ist IP52, also staubgeschützt und tropfwassergeschützt. Okay, also so den Regenschauer hält es ganz gut aus. Genau. Zum Tauchen sollte man es, glaube ich, nicht mitnehmen. Und hier in dem Motorola-Emblem ist dann auch noch der... Fingerprint, das ist genau richtig auf der Rückseite reinverarbeitet. Kennt man sicherlich auch von anderen Telefonen. Das Besondere bei dem Produkt ist, dass du es nicht nur über den Fingerprint entsperren kannst, sondern auch über die Frontkamera. Ah, okay. Also das heißt Fingerprint und Face Recognition. Ja. Das finde ich wirklich super. Und ansonsten muss ich sagen, Display macht einen guten Eindruck. Relativ groß. Was ist das? Ja, 6,5 Zoll. 6,5 Zoll. Ja. Ja, hier unten ist noch ein bisschen Rahmen, aber also Display-Body-Ratio, glaube ich, passt ganz gut. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, was steckt eigentlich drin? Das heißt, also wie ist so die Speicherausstattung? Ja, also Speicher haben wir 64 GB ROM, mhm, und 4 GB RAM. Mhm. Und wir haben einen 460er Snapdragon. Okay, so jetzt ist ja 64 GB schon gar nicht schlecht. Glaube ich, kann man aber auch erweitern mit Speicherkarte. Genau, das ist auch wirklich super bei diesem Gerät. Wir haben letztendlich eine Hybrid-SIM. Das heißt, du kannst das Gerät mit zwei SIM-Karten, also Dual-SIM, betreiben, mhm, oder aber auch mit einer und einer Speichererweiterung 512 GB. Wow, also das glaube ich, das finde ich wirklich cool. Könnt ihr auch mal unten in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr das findet, weil 512 plus 64 Onboard, das finde ich echt üppig. Da hat man eine Menge zu tun, bis man das vollkriegt. Ja, und dann gibt es aber noch eine Sache, die wirklich erwähnenswert ist. Welches Betriebssystem ist da drauf, Markus? Das neueste Android, also Android 11. Wird okay, also das finde ich große Klasse, muss man wirklich sagen. Weil wenn man das im Benchmark mit anderen Produkten in der Preisklasse sieht, dann sind die alle irgendwie noch mit Android 10 unterwegs. Und insgesamt muss man sagen, Produkt vernünftig ausgestattet. Was kostet es denn? Liegt bei 150 Euro. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht. Wow, also wenn man sich jetzt dann im Vergleich mal anschaut, gibt ein Samsung A12, das in etwa vergleichbar ausgestattet ist, wobei jetzt hier mit Android 11, Fingerprint, Face Recognition, also Fingerprint hat das A12 auch, aber eine Menge an Features an Bord sind, die ich echt gut finde. Bin gespannt, wie eure Kommentare sind, also hinterlasst gerne eure Anmerkungen, was findet ihr besser im Vergleich zu anderen Produkten in der Preisklasse, was fehlt euch? Und ja, Markus, ich bin schon gespannt, was du das nächste Mal mitbringst. Und damit ihr immer informiert seid und dabei seid, natürlich abonniert den Kanal, setzt die Glocke und gerne auch ein Like hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.